kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei der Gothic 2 Gladiator Mod. So, ich gehe jetzt mal trainieren, bevor ich es wieder vergesse. Ich habe es tatsächlich einmal vergessen. Und zwar in der letzten Folge, nach einem Arena-Kampf. Aber ich glaube, das war, weil wir uns direkt diese Rüstung kaufen wollten hier. Komisch eigentlich, dass wir uns eine Ritterrüstung einfach kaufen dürfen. Weil, dürfen nicht nur Ritter eine Ritterrüstung tragen? Wir sind ja keine Ritter, wir sind zwar irgendwie Teil der Armee, aber was waren wir? Feldwebel? Naja. So, meine Kohle hole ich mir noch ab. Ich möchte die Belohnung für den Sieg im Kampf einsammeln. Bitteschön, hier ist die Zahlung. 6.000. Also der teuerste Helm war, glaube ich, irgendwie bei 8.000 oder so auch. Also muss ich mich da noch ein wenig gedulden, es sei denn, ich könnte diese Waffen verkaufen. Das sind doch alles nur Gerüchte. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Erzählt alles weiter. Wer erzählt nicht so die jetzt hier alle verkaufe noch? Dann. Und den Helm könnte ich auch noch verkaufen. So. Helm, ich möchte einen Helm kaufen. Ritterhelm. Das ist ja interessant. Ja, kann man machen, ne? So ein Ritterhelm. Und wir könnten jetzt auch noch schärfen lernen. Ich kann das nicht mehr hören. Wie erzählt denn sowas? Wieso machen wir es nicht einfach? Und es wird noch viel schlimmer. Bring mir bei, meine Waffe zu schärfen. Du suchst einen Betzstein, aber störe die Schmiede nicht bei der Arbeit. Du setzt deinen Fuß auf das Pedal und drehst es. Man greift mit der einen Hand nach dem Griff und mit der anderen nach der Schwertspitze und reibt den Betzstein nach links und rechts. Wenn sich das Schwert erwärmt, biegt man das Schwert in die eine Richtung, dann in die andere. Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Ja, den Dialog haben wir uns schon mal auch angehört. Das ist doch nichts Neues. Es ist nur die Frage, wo ist denn so ein Stein? Das weiß doch inzwischen jeder, wo so ein Bettstein ist. Ich habe noch keinen gesehen. Naja. Glaubst du wirklich? So, niemand wartet hier auf mich. Ich hätte das nicht gemacht. Dann pennen wir mal bis zum nächsten Kampf. Ach so, muss ich eigentlich. Theoretisch müsste ich meine Waffe wieder vergiften, ne? Ich hätte das nicht gemacht. Hey, du! Okay, ich habe gar kein Gold dafür. Und es wird noch viel schlimmer. Ich glaube, unten in der Arena ist so ein Ding. Ich bin bereit zu kämpfen. Also willkommen in der Arena. Dreihundert Rüstungsschutz haben wir jetzt, krass. Ja, da ist so ein... Da ist so ein Ding. Bleibt das denn permanent oder ist das auch nur für einen Kampf? Was ist das denn für ein Brocken? Ich bin Gregor, der harte Gregor. Du siehst aus wie ein Golem und bist wahrscheinlich genauso hohl. Was, du Bastard? Er sieht wirklich aus wie ein Golem. Thank you.
harte Gregor ist mal wieder echt easy eigentlich, ne? Kennst du denn nichts, harter Gregor? Muss ihn kaputt schreien. Muss dich kaputt schreien. Welch epischer Sieg. Also, das, ja, war einfach irgendwie. Gibt es eigentlich mal wieder irgendwas von Kali? Der interessiert sich einfach überhaupt nicht mehr für uns. Mir ist alles egal. Ich möchte die Belohnung für den Sieg im Kampf einsammeln. Bitteschön, hier ist die Zahlung. 7000. Achso, ist jetzt meine Waffe noch scharf, ja. Dann könnte ich mir jetzt ein bisschen Gift kaufen. Aber ich fand jetzt Gift auch gar nicht so effektiv, muss ich sagen. Also irgendwie, ich müsste es nochmal ausprobieren, aber irgendwie fand ich es nicht so heftig. Wir bekommen jetzt 5 Lernpunkte und 2 Ausdauer. Das ist doch schön. Was du nicht sagst. Ja, komm, dann kaufen wir uns nochmal Gift. Davon kaufe ich mir mal ein paar Stück. Kaufen wir uns ein paar Mal mehr Gift. Das Ding können wir uns auch noch kaufen. Diese Waffe kann nicht vergiftet werden? Wir haben die doch schon mal vergiftet. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Hä, bin ich? Wir haben die doch schon mal vergiftet. Das haben wir doch in der letzten Folge gemacht. Da wurde doch der Banditenanführer vergiftet, oder nicht? Das weiß doch inzwischen jeder. Verstehe ich gerade nicht. Da kann man jede Waffe nur einmal vergiften, aber das wäre ja dann komplett die Verschwendung. Ja, dann kaufen wir uns davon noch welche. Stärke. Kann sich schon sehen lassen. Warum erfahre ich, man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Das kann ja nicht ewig sein. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Kämpfe jetzt noch kommen. Ne? Wir müssen doch bald hier auch schon durch sein. Wie viele Kämpfe haben wir schon gemacht? Auf jeden Fall einige. Ich bin bereit zu kämpfen. Dieses Mal stehst du im größten Teamkampf. Du kämpfst im grünen Team. Okay.
Oh shit, das sind ja wirklich mega viele. Muss ich da vorne hin oder was? Champion, denkst du, du wirst gewinnen? Meine Jungs werden dich umhauen. Ist das dein Harem? Was? Nun, das klingt sehr zweideutig. Ich werde dir die Zunge abreißen. Genug. Wir kämpfen. Ich werde dir diesen Titel abnehmen. Na klar. Irgendwie check ich den Joke gerade nicht. Ja, Attacke, Leute. Ich glaube, wir sind am Gewinnen, oder? So ein dämlicher Mistkerl. Ja, die Musik kommt auch nicht mehr. Aber das war mit Abstand der einfachste Kampf wahrscheinlich bisher. Ja, gute Arbeit, Jungs, ne? Kann man sagen. Könnt ihr trotzdem mal da weggehen, damit ich diese ganzen Waffen hier aufsammeln kann? Oh, ein paar Soundbugs sind auch noch im Stissel. Ja. Keine Ahnung, wo dieses Hintergrundgeräusch herkommt. Aber haben die Jungs gut gemacht. Muss man ihnen lassen. So, dann gehen wir noch eine Runde pumpen hier. Ich werde nichts anderes lernen. Also bin ich durch mit meinem Training. Ich möchte die Belohnung für den Sieg im Kampf einsammeln. Bitteschön, hier ist die Zahlung. 8000. Ja dann. Kaufen wir uns die übrigen Bücher noch. Wird sich nie etwas ändern. Er redet einfach zu mich viel. Mich fragt ja keiner. Und es wird noch viel das schlimmer. Kann ja nicht ewig so weitergehen. Das habe ich auch gesagt. Wer sagt denn so? Es wird noch viel schlimmer. So. Die kaufe ich mir noch. Dann könnte ich mir wirklich noch die anderen. So die Lernpunkte entweder. Oder Leben. Das liegt doch auf der Hand. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das ist doch kein Geheimnis. Das darfst du keinem erzählen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Kohle noch bekommen. Das darfst du keinem erzählen. Wer sagt denn sowas? Man erzählt sich ja so, als hätte es sowas. Mein Mann sieht das anders. Das darfst du keinem erzählen. Und es wird noch viel schlimmer. Sowas kann ja nicht ewig so weitergehen. Was du nicht sagst. Und es wird noch viel schlimmer. Wer sagt denn sowas? Lass uns mal abwarten, was gibt es mir noch mehr Ärger.
Er sollte lieber den Mund halten mit eigenen Augen. Ich weiß sonst nichts mit meinem Geld gerade anzufangen. Ja, dann 326 Stärke, 3000 Lebenspunkte. Kann sich sehen lassen. Das darfst du keinem erzählen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. War komisch, dass nichts mehr mit Kali oder so ist, ne? Er kommt gar nicht mehr, juckt sich nicht. Also der ist den ganzen Tag hier und säuft einfach. Ich habe was anderes gemacht. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Müsste jetzt nicht schon der vorletzte Kampf sein? Ich bin bereit zu kämpfen. Also willkommen in der Arena. Lasst die Spiele beginnen. Diesmal ist es sogar wieder ein ganz normaler Kampf, ne? Was ist das denn für ein Zauberfuzzi? Ich habe einen neuen Zauber gemeistert, der dich vom Antlitz der Erde töten wird. Ja, sicher. Ich habe wirklich Angst, weißt du? Und das solltest du, Junge. Bringen wir es hinter uns, okay? Oh, der Todeshauch. Krass. Der Schrei der Toten? Ich weiß nicht, was er zaubern wollte, aber es ist ihm nicht geglückt. Tja, der gute Merlin. Befreiungsschlag. Ach, da ist er mal wieder. Herzlichen Glückwunsch, du bist der einzige Champion, der noch übrig ist. Du siehst verängstigt aus. Der König wird hierher kommen, um mit dem Champion zu kämpfen. Ich muss hier raus, sonst schnappen sie mich. Es ist eine Gelegenheit, ihn zu töten. Dies ist eine Gelegenheit, für die Armbrustschützen des Königs einen Kaktus aus mir zu machen. Und versuche nicht, ihn anzugreifen. Es ist noch nicht an der Zeit. Ich habe dir gesagt, dass selbst die Beherrschung aller Arenen vielleicht nicht ausreicht und du willst dich auf ihn stürzen. Die Spione des Königs werden hier gute Chancen haben, ahnungslos herumzuschnüffeln. Vielleicht hat sogar der König aufgrund unserer Aktion im Gefängnis beschlossen, hierher zu kommen. Aber bevor du ihn triffst, musst du einen Champion besiegen. Wer ist er? Ein Templer. Der mit Abstand gefährlichste Gladiator, dem du je begegnet bist. Bereite dich richtig vor, es ist für dich. Wie bekommt man so viel Gold? Die Stadt bietet mehr Perspektiven. Sei wachsam und suche nach Möglichkeiten, die nächste Arena zu erreichen. Ich werde jetzt verschwinden. Viel Glück, mein Freund. Mach nichts Dummes. Es gibt noch eine Arena? Warte mal. Was weißt du über meinen nächsten Gegner? Leider habe ich dazu keine Informationen. Ich bin verwirrt.
Ich möchte die Belohnung für den Sieg im Kampf einsammeln. Bitteschön. Hier ist die Zahlung. 10.000. Alter, was mache ich jetzt mit dem Gold? Ich kann mir noch die restlichen Bücher kaufen, aber... Kein Plan. Ich könnte mir eine bessere Waffe kaufen, ne? Aber die hat, glaube ich, nicht so eine gute Reichweite. Schlimme Zeiten sind das. Außerdem ist die gar nicht so viel besser als meine. Oh nee, lohnt nicht. Beste Rüstung haben wir auch, den besten Helm haben wir, einen Gürtel haben wir einen sehr guten. Die Geschicklichkeitsdinger brauche ich nicht. Jetzt noch die Bücher des Wissens. Kann ich noch einmal Stärke lernen, aber sonst... Tränke könnte ich mir kaufen. Es wird noch viel genau schlimmer. Das habe ich auch gesagt. Wirklich? Das ist ja interessant. Aber Tränke habe ich eigentlich auch, ne? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Wirklich? Das hätte er doch besser wissen müssen. Er arbeitet auf den genau ganzen das habe ich auch gesagt. Oh, Lebensregeneration kann er mir beibringen. Ich brauchst du das nicht fragen. Erzähl mir nicht. Das habe ich vorher nicht gesehen. So, das hätte ich jetzt noch gelernt, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Bisher kamen wir auch ohne klar. Ja, stürzen wir uns in den nächsten Kampf wohl, ne? Sonst, es gibt keine Nebenquests. Es ist dann... da vorne ist ein Typ. Wer ist das? Den habe ich vorher noch nicht gesehen. Oder ist das der Goldschmied? Hey, wäre vielleicht noch was Geiles. Das darfst du keinem erzählen. Das darfst du keinem erzählen. Das ist doch ein Geheimnis. Tja, nö, dann. Möglich ist alles. Daran wird sich nie etwas ändern. Was du nicht sagst. Dann gucken wir mal, ne? Das ist doch nichts Neues. Ich habe keinen Grund, auf deiner Seite zu sein, aber mach dich auf eine schreckliche Erfahrung gefasst. Also willkommen in der Arena. Lass die Spiele beginnen. Ja, ich bin jetzt gespannt, wer dieser Templar ist. Es kann ja heiter werden. Also das ist eine geile Rüstung. Der Tag des Gerichts ist also gekommen. Romulus, ein stolzer Name und ein stolzer Krieger trägt ihn. Dein Ruhm eilt dir voraus, Gladiator. Ramdale gehört mir. Vergiss das nicht. Ich weiß nicht. Sieht eher aus wie meins. Dein Selbstvertrauen wird dich in die Irre führen. Es ist die gesegnete Kraft Gottes, die hinter mir steht. Und sie wird bei mir bleiben bis zum Ende. Ich habe versprochen, dass ich diese Welt siegreich verlassen werde, wenn ich meine Mission erfüllt habe. Seit wann gilt es als heilige Mission, Gladiator zu werden? Du bist nur wegen des Ruhms hier. Deine Argumente sind umsonst, Sklave. Wie kannst du es wagen, mich einen Sklaven zu nennen? Warum? Kann man Freiheit gewinnen oder nicht? Wir sind Sklaven und werden es für den Rest unseres Lebens bleiben. Halt dein Maul! Dein Ende kommt jetzt. Ich werde in dieser Arena bis zum Ende kämpfen. Niemand hat mich jemals besiegt oder wird es jemals tun. Jetzt zücke deine Waffe und zeige, wie viel die Geschichten von Champion Romulus wert sind. Ich zeige es dir gerne. Das ist auf jeden Fall ein witziges Zusammentreffen. Verdammt schnell. Aber in meinem Fall
ist das verdammt gut, dass der so schnell ist, weil ich ihn dann doppelt blocken kann. Weil das macht es eigentlich noch einfacher in dem Fall. Das macht es wirklich einfacher. Jetzt will das aber wissen hier. Ja, genau, weißt du? Gefallener Templer? Also die sehen sehr geil aus, muss ich sagen. Aber kann ich die überhaupt besiegen? Also ihn kann ich gerade nicht angreifen. Ah doch, ich kann die besiegen. Der wurde auch geheilt dadurch, ne? Nein, geh weg. Ich muss meinen Kampfschrei haben und der muss funktionieren, weil sonst kann ich mich nicht so gut heilen, ne? Vor allem, ich kann mich gerade gar nicht mehr heilen. Habe ich nicht noch Tränke? Müsste doch noch voll viele Tränke haben. Also, dass er einfach so weggeht, ist komisch. Wenn die Ritter müssten eigentlich direkt auftauchen, damit das Sinn ergibt und einen ablenken. Weil so wäre das ja total dumm. Eigentlich müsste man den voll in den Rücken angreifen können. Ja. Aber das war ein cooler Kampf. Aber ich hatte echt einen riesen Vorteil, dass er so schnell angreift. Dadurch konnte ich immer zwei Attacken auf einmal blocken. Hier hatte die Zweihandwaffe auf jeden Fall mal einen riesen Vorteil mit ihrer Langsamkeit des Blockens.
Und die Umsetzung, wie er aussah und wie diese gefallenen Templer aussahen, auch sehr, sehr geil gemacht. Göttliche Strafe. Würde ich sogar tragen. Aber ich bleibe mal bei meiner normalen Waffe. Der Schild. Schildstufe 4 erforderlich. Ja, nice, ne? Du wirst bald vor den König gebracht. Nur keine falsche Bewegung oder du wirst sterben. Bleib dicht bei mir. Lass uns hochgehen. Okay, selber kann ich mich nicht bewegen. König! Wie lange muss ich noch warten? Ich will jetzt raus aus diesem muffigen Loch. Das ist der Champion der Arena, Romulus. Warum hast du mich hergebracht? Weil ich dich treffen wollte. Dein Name ist jeden Tag auf den Straßen zu hören. Und ich kann sehen, dass du sehr selbstbewusst auftrittst. Gegenüber dem König und dem Arenaleiter. Woher nimmst du die Kraft dafür? Du hast eine umfangreiche Ausbildung durchlaufen. Du hast Elitewaffen herangeschafft und sogar noch den ganzen Nachschub organisiert. Ich will der Champion aller Arenen werden. Du weißt nicht einmal, welche Bestien dich in den nächsten Arenen erwarten werden, denn sie können kaum als Menschen bezeichnet werden. So viele Leute haben mir Angst gemacht. Und wenn man die Freiheit wollte, musste man fliehen. Relativ wenige Leute würden sich an dich erinnern. Du hast eine erstaunliche Gelegenheit. Die Person, die dich gefangen genommen hat, ist gestorben. Die Zuschauer waren mit ihrem Leben und Besitz beschäftigt. Ich will nicht mein Leben lang rennen. Trotz der Drohung mache ich weiter. Und es werden immer mehr. Aber ich helfe dir bei einem. Der Weg zur nächsten Arena ist sehr gefährlich geworden. Einige Rebellen haben beschlossen, ihre Krallen zu zeigen. Die würden dich immer noch entführen. Attacke. Also, ist sehr schon interessant zu sehen, was dann passiert, aber das spare ich mir dann für ein nächstes LP auf. Oder ich gucke mal, vielleicht macht einer das von von den Jungs hier, Kurga und Vaturas. Aber ich halte mich an das, was Kali sagt. In Ordnung, ihr könnt ihn mitnehmen. Es ist Zeit für die Spiele. Ach, das war's schon. Gladiator, Gladiator, eine Modifikation für das Spiel Gothic 2, Die Nacht des Raben, erstellt von Piranha Bytes, von Ortegax und Damianut. Und The Gladiator Team. Deutsche Übersetzung, Koordinator, Sprachausgabe, Neokomikon. An die Jorgenson Community, ohne euch gäbe es diese Sprachausgabe nicht. Transparent. Ja, deutsche Synchronisation, Hauptcharakter. Jorgenson, Romulus, RPG, Kurga, Kali, die Recker, Nebencharaktere. Denny Kikim, Konrad, Asonic, Gabriel, Daurgon. Der Remulator, Christian Sandkemper, alter Mann. Gallen. Achso, nee, die hat auch noch gesprochen. Taubenmann 21, Goonstay, Crazy Do Gaming, Vaturas, Jace und Gaststars. Ach, Varion, stimmt. Ach, Varion ist der Kurier gewesen und ich dachte, ich habe die Stimme nicht erkannt, ne? Und Roland war er auch. Ach, krass. Grüße gehen raus, Varion. Ja, und natürlich auch alle anderen, die hier noch mitgewirkt haben. Schöne Sache. Ich bin echt begeistert. Aber das Ende kam jetzt dann doch überraschend. Aber ich lasse es mir dann offen.
Ich dachte, jetzt passiert noch was. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen, weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen unbefriedigend, weil wir jetzt gar nicht so erfahren, was eigentlich passiert, ne? Ja. Aber auf jeden Fall, war es eine sehr coole Mod im Gesamtpaket. Also das Allermeiste hat mir sehr gut gefallen. Es gab Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben, gerade in den, in der letzten und in der vorletzten Folge. Aber die Mod hat auf jeden Fall einiges richtig gemacht und es gab viele coole Features. Ich werde sie in Zukunft auch nochmal spielen. Und mein Fazit werde ich zusammen mit Epige Kurga Vaturas und die, der Recker hier gesprochen hat, das werden wir dann zusammen in einem Extra-Video machen. Deswegen will ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber ihr könnt mir schon mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze wahrgenommen habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es war mir eine Freude. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.